Man nennt es auch das Venedig von Nigeria. Aber besonders romantisch ist es hier nicht. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen Strom, keine Toiletten. Niemand räumt den Müll weg. Die meisten, die hier geboren werden, kommen aus dem Viertel nie heraus. Wir sind in Lagos im Stadtteil Makoko, dem wohl größten schwimmenden Slum der Welt. Das gesamte Leben spielt sich auf dem Wasser ab. Geschickt lavieren die Boote aneinander vorbei. Mitten im Chaos ein Ort der Hoffnung, die Vanyana-Grundschule. Eine Stiftung finanziert sie. Vanyana heißt übrigens Liebe. 200 Kinder dürfen hier lernen, von einer Zukunft träumen. Und das gerade, weil sie arm sind. Denn die Schule nimmt nur Kinder, deren Eltern besonders mittellos sind oder Kinder von Alleinerziehenden. Mary Russack ist Aushilfslehrerin. Sie unterrichtet Fächer wie häusliche Gewalt. Heute das Thema Sicherheit im Viertel. Schaut mal, wenn jemand so geht, dann ist er verdächtig. Vor allem hat die Lehrerin einen Wunsch für die Kinder. Sie sollen sich entwickeln, mit der richtigen Haltung ins Leben gehen. Vielleicht werden sie sogar Lehrer oder Gouverneure, Leute, die unser Land führen werden. Das zumindest hoffe ich. Sie werden unser Land oder ihre Gemeinde auf ein ganz neues Level bringen. Seit der Gründung der Schule vor 12 Jahren haben über 250 Kinder später eine höhere Schule besucht. Der erste ehemalige Schüler hat es sogar schon an die Universität geschafft. Die 12-jährige Mary ist noch etwas schüchtern, hat aber ein großes Ziel. Ich will mal Modedesignerin werden. Die meisten anderen Mädchen im Viertel sehen die Schule nur von außen. Ohne das Geld, was sie mit den kleinen fahrenden Geschäften verdienen, kämen ihre Familien nicht über die Runden. Entstanden ist Makoko, als immer mehr Fischer aus den Nachbarländern Togo und Benin in die Küstenstadt Lagos kamen, um hier ihr Glück zu suchen. Als auf dem Festland kein Platz mehr war, bauten sie auf dem Wasser weiter. Inzwischen ist der illegale Slum über Generationen gewachsen und multikulturell. Viele sprechen statt der Landessprache Englisch nur Französisch oder lokale Sprachen durcheinander. Das Sprachwirrwarr ist oft ein Problem in der Schule. Doch Lehrerin Yadunun Funmilayo ist sehr geduldig mit ihren Schülern. Sie weiß genau, was sie brauchen. Schließlich ist sie selbst in Makoko aufgewachsen. Keines der Kinder soll abgehängt werden, sagt sie. Die größte Herausforderung ist, die meisten Kinder können zwar schreiben, aber sie verstehen kein Englisch und können es nicht sprechen, so wie wir. Der Schulhof ist der einzige Spielplatz in diesem Viertel. Das nutzen die Kinder gern, bis die Boote sie nach Hause bringen. Auf den Kanälen ist mittags Rush-Hour. Eine kleine, abgeschlossene Welt, in der es kaum das Nötigste gibt. Lehrerin Mary will den Kindern eine buntere Welt zeigen. Wir bringen sie auch raus aus dem Viertel. Wir bringen sie zur Bank oder zum Supermarkt, zeigen ihnen Autos. So etwas kennen sie hier ja nicht. Wir bringen sie zu schönen Orten. Sie sollen wissen, dass es auch schöne Orte gibt. Mehr als 500.000 Menschen sollen an diesem unwirtlichen Ort leben. Genaue Zahlen gibt es nicht. Etliche Versuche der Regierung, den Slum zu räumen, sind fehlgeschlagen. Bislang haben sich die Bewohner erfolgreich dagegen gewehrt. Wo sollten sie auch anders hin? Den Behörden ist der Slum ein Dorn im Auge. Er passt nicht in das Bild der modernen Megacity Lagos. Investoren träumen davon, dass hier bald eine Art afrikanisches Manhattan entsteht. Ganze Viertel mit noblen Hochhäusern sind im Bau. Viele Quadratkilometer Land werden dafür dem Meer abgerungen. Und die Landgewinnung für die Reichen führt dazu, dass in manchen armen Vierteln die Küste erodiert, wie hier in Alpha Beach. Viele Hütten sind schon im Meer gelandet, eine ganze Straße noch dazu. Die Bewohner sind sauer, dass die Regierung ihnen nicht hilft.
Ein paar Wellenbrecher haben sie gebracht und dann waren die Menschen hier wieder vergessen. Margret Madesun musste ganz neu anfangen. Vor ein paar Jahren hat sie alles verloren. Wo ich hier stehe, war früher mein Haus. Gleich davor war mein Laden. Es war immer hart zu überleben. Und dann, bei der großen Überschwemmung, waren die meisten Häuser um mich herum weg. Mein Haus war auch betroffen. Kenneth Christiniofua, ihr früherer Nachbar, schläft seither sogar im Freien. Die Regierung kommt hier mit leeren Versprechen her. Sie haben uns zugesagt, uns vor dem Wasser zu schützen, aber es kommt trotzdem. Und dann vergessen sie dich und kommen nie wieder. Der Kontrast zwischen den Sorgen der Menschen hier und dem schicken Neubauviertel der Reichen, nur 20 Kilometer entfernt, könnte kaum größer sein. Auch Makoko ist vom Wasser bedroht. Immer häufiger kommt es hier durch den Klimawandel zu Überschwemmungen. Wir besuchen die Lehrerin Yaundun Funmilayo, die mitten in Makoko lebt. Sie bekommt bald ihr viertes Kind. In der kleinen Pfahlhütte leben auch ihr Mann und der Schwiegervater. Beide haben keine Schulbildung. Ich möchte meinen Kindern eine strahlende Zukunft aufbauen, mit der Gnade Gottes. Ich arbeite hart, um sie hier rauszubekommen, raus aufs Festland. Sie sollen wissen, dass das Leben auch schön sein kann. Ihre Kollegin Mary Russack ist ledig, hat ganz bewusst keine Kinder. Die 29-Jährige wohnt zwar schon auf dem Festland, doch auch dieser Teil gehört noch zum Slum Makoko. Sie lebt mit ihrer Mutter und dem Bruder zusammen. Mary will es unbedingt schaffen. Neben ihrem Job als Lehrerin, bei dem sie wenig verdient, verkauft sie abends Eier und Nudeln. Die Kraft für beide Jobs schöpft sie aus ihrem christlichen Glauben. Sie hat große Pläne. Ich studiere Massenkommunikation. Ich möchte einmal eine Fernsehstation aufmachen. Ich will eine bessere Person sein. Egal, was dein Hintergrund ist, egal, ob du arm oder reich bist, entscheide dich, etwas zu bewegen. Ich habe beschlossen, etwas zu bewegen. Hier lebt man in Dunkelheit. Niemand sieht das Licht in dir, sagt sie uns noch. Daran will sie ganz bestimmt etwas ändern. Ah.